Michael. Hallo ihr Lieben, endlich kann ich mal über Doktessor 6 reden. Ja, falls ihr den Teil noch nicht geguckt habt, dann spreche ich jetzt eine fette Spoilerwarnung aus, denn ich möchte einmal über den sechsten Teil reden, was ich vorher immer nicht konnte, um nicht zu spoilern. Ja, was haltet ihr davon, wenn ich das öfter mal mache, über irgendetwas, was ich drehe, dann hinterher so eine quasi eine Review, eine kurze Besprechung oder ja, wie ich das überhaupt empfunden habe und wie es überhaupt um die Dreharbeiten stand. Und so weiter und so fort. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Doktessor 6. Es war wirklich, wirklich ein sehr, sehr hartes Jahr. Es hat so lange gedauert, erstens, weil viele YouTuber mitgemacht haben und viele, viele YouTuber mitmachen wollten, die es dann aber zeitlich immer nicht hinbekommen haben. Dann musste ich sie immer dran erinnern. Schickt ihr mir was und so. Es haben sehr, sehr viele YouTuber gesagt, dass sie mitmachen wollen. Davon haben aber vielleicht nur so 5% dann wirklich was geschickt. Worüber ich jetzt sehr, sehr froh bin, denn es war viel zu viel Material schon. Allein das. Erstmal vielen, vielen lieben Dank über eure ganzen Kommentare, bevor ich jetzt zu dem etwas negativen Kommentar komme. Vielen, vielen Dank. Es hat mich so gefreut. In der ersten Stunde hing ich da nur und habe Kommentare gelesen. Es war unglaublich schön, eure ganzen Kommentare zu lesen. Und ich finde es toll, dass der wirklich absolute Großteil diese Folge unglaublich toll fand. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Aber es gab dann auch so ein paar kleine Kritikpunkte. Also ein paar Leute fanden die Folge mega langweilig. So, ne? Dazu muss ich sagen, also euch muss ich sagen, es tut mir leid, dass diese Folge nicht euren Geschmack getroffen hat. Es war tatsächlich so gemeint, wie diese Folge ist. Eigentlich habe ich diese langweiligen Szenen mit Absicht gemacht. So. Weil, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich habt ihr noch nie Paranormal Activity geguckt, aber da ist das auch so. Tatsächlich die Hauptgeschichte, die Filme dauern 1,5 Stunden oder so ähnlich, und die Hauptgeschichte könnte man auch in 2 Minuten erklären, so eigentlich die ganze Geschichte. Aber das Ganze entwickelt sich ja, die ganze Spannung kommt ja dadurch, dass halt nichts passiert so. Und dann wird so ganz lange nichts gezeigt und irgendwann passiert mal was. So, und dadurch wird die Spannung bei Paranormal Activity erzeugt. Das hatte ich eigentlich ursprünglich auch vor. Allerdings habe ich gemerkt, dass diese Folge dann wirklich auch 1,5 Stunden lang gehen müsste. Das heißt, ich habe mir von YouTubern, zum Beispiel von Melissa oder Marty, habt ihr ja gesehen, da sind so Szenen, wie, wo halt nichts passiert. Melissa huscht mal so durchs Bild und so. Es war tatsächlich geplant, die ganze Zeit diese Leute zu zeigen, wie sie halt nichts tun oder arbeiten halt. Und auf einmal passiert irgendwas, ganz, ganz plötzlich. Und das soll dann unerwartet kommen einfach. Ich habe gemerkt, dass das nicht so geht, weil es wirklich 1,5 Stunden sonst gehen müsste. Ich hatte zum Beispiel von Marty 45 Minuten Rohmaterial bekommen, wo er die ganze Zeit arbeitet und dies und das und nachts sogar abhaut. Er hat das Licht ausgemacht und ist dann gegangen und so. Und eigentlich ist es ziemlich geil, weil Marty das so geil geschnitten hat, dass mit diesem Adapter, dass der plötzlich verschwindet, dass man das wirklich nicht sieht. So, ne? Jetzt habe ich nur gemerkt, dass das nichts bringt. Es wurde zu langweilig. Dann habe ich so ein bisschen versucht noch drin zu lassen. Dann hat die Folge 24 Minuten gedauert. Dann dachte ich, ja, so könnte es gehen, aber es ist trotzdem zu viel. Und dann habe ich Testpublikum die Folge gucken lassen und die haben auch gesagt, ja, nee, das ist zu langweilig, da gucken wir weg und so, ne? Jetzt versteht ihr mich wahrscheinlich auch hinterher, was ich meine. Weil einige Leute haben mich vorher immer gefragt, per Twitter oder per Instagram, nein, nichts wegschneiden und so, warum willst du denn was wegschneiden und so. Ich denke mal, da habt ihr jetzt Verständnis, weil ich habe immer nur geantwortet, nein, vertraut mir, es wird zu langweilig, weil ich mit Absicht langweilige Szenen gedreht habe. Jetzt versteht ihr das wahrscheinlich, was ich damit meine. Und es ist tatsächlich so, dass es einfach zu langweilig wirkte. Schade, hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Aber ein bisschen habe ich es jetzt so kompakt gemacht, dass es ein bisschen ja noch so diesen Flair hat. So, ne? Und ich finde, so ist es jetzt genau richtig. Allerdings immer noch sehr lang, ich weiß. Und so 2, 3 Leute fanden das so auch scheiße, ne? Immer noch gut. Aber wie gesagt, gegen den Geschmack kann ich nichts machen. Also die fanden es auch doof, dass keine Musik da war in den Szenen und so. Oder du kannst doch gratis Musik kriegen und so. Nein, ich habe gratis Musik. Ich habe ja eigene Musik. Marty hat mir auch Musik gemacht und so. Das Problem ist nur, ich wollte ja dieses Realness behalten. Ne? Das wie echt gefundene Kameraaufnahmen
dass es wirklich echt wirkt. Und deswegen habe ich mit Absicht keine Musik reingemacht, deswegen mit Absicht eine starre Kamera. Aber viele Leute haben es auch kapiert, sehr, sehr viele. Jetzt muss ich gleich niesen. Den lasse ich jetzt drin, den schneide ich nicht weg. Ich will ein One-Take-Video machen hier. Es ist ganz wichtig für mich gewesen, das so zu erzeugen. Deswegen habe ich auch manchmal mit Absicht Versprecher reingebaut. So, ne? Dass der Dr. Tesser in der ersten Kameraeinstellung zum Beispiel immer sagt, was hat er gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, was hat er gesagt hat. Irgendwie werde ich ihn schon, was hier passiert oder irgendwie so. Das sind alles Versprecher, die mit Absicht reingekommen sind, um das ein bisschen realistisch, also es wirkt halt echter, wenn die sich alle richtig unterhalten und nicht immer mit Cuts hin und her, dann wirkt das Ganze viel realistischer und das wollte ich erzeugen, deswegen ich entschuldige mich, wenn das nicht euren Geschmack getroffen hat, aber so ist nun mal die Folge. Ich bin so schon sehr gespannt, was ihr zur 7. Folge sagt, sie ist nämlich weitaus kürzer, dafür wieder hin und her geschnitten und es spielen nicht so viele YouTuber mit, ja. Ja, wie gesagt, das Rohmaterial ist unglaublich lang. Ich hätte da 1,5 Stunden raus machen können. Aber es wäre halt sehr, sehr lang nichts passiert. Und ich glaube wirklich, dass die Leute abgeschalten hätten. Und deswegen alles gut, so wie es ist. Und ich bedanke mich bei euch für das Gucken der Folge. Es sind leider bei weitem nicht so viele Klicks, wie ich mir erhofft habe, weil die ersten Folgen halt unglaublich viele Klicks haben. Aber der Algorithmus ist leider wirklich kaputt gegangen auf meinem Kanal, weil es tatsächlich sehr, sehr viele Leute gibt, die, und das haben sie mir auch so geschrieben, die nur den Dr. Tesser gucken. Und das heißt, wenn sie nicht die anderen Videos gucken, so funktioniert YouTube übrigens, wenn sie nicht die anderen Videos von mir gucken, dann wird es ihnen irgendwann auch nicht mehr in der Abo-Box gezeigt, dass neue Videos von mir online sind und denen entgeht dann neue Dr. Tesser Folgen. Ist so. Hashtag ist so. Ich kann nichts dagegen machen. Ihr könnt mir höchstens helfen, überall diese Folgen zu verbreiten. Nicht nur meinen Kanal abonnieren, sondern vielleicht diese Glocke anklicken, dann werdet ihr informiert. Falls ihr wirklich nur Dr. Tesser sehen wollt, dann seht ihr immer, ja, ein neues Video von Knichel. Ja, aber gefällt mir nicht. Okay, gut, aber ist egal. Aber ihr werdet auf jeden Fall benachrichtigt, weil wenn ihr das nicht macht und ihr guckt nur den Dr. Tesser zum Beispiel, dann haut euch der Algorithmus meine Videos raus. Das heißt, ihr seht nie wieder, wenn ich ein neues Video mache, weil es taucht einfach nicht mehr bei euch in der Abo-Box auf. So ist das heutzutage auf YouTube leider. Aber ich finde es ganz toll, viele folgen mir auf Instagram, weil Instagram ist ja momentan mein Verbreitungsding schlechthin. Da sieht man immer sofort, was ich mache, live, auch in dieser Insta-Story. Und da halte ich ja schon ständig alle auf dem Laufenden. Und ja, es sehen nur trotzdem irgendwie wenig, dass die neue Dr. Tesser-Folge online war. Aber ihr könnt das ja überall mal verbreiten, überall auch mal ruhig den Webvideopreis schicken und solche Geschichten, weißt du? Weißt du, weißt du, weißt du? Das wäre voll Korall von euch, wäre das. Helft mir einfach, den Dr. Tesser zu verbreiten. Das ist doch mal eine Bitte, oder? Aber ihr versteht das bestimmt, ne? Also abonnieren reicht heutzutage nicht mehr, leider, um das zu sehen. Und also Marty zum Beispiel, der ist total begeistert von dieser ganzen Dr. Tesser-Story, hat er mir heute gerade per WhatsApp aufgesprochen, per Sprachnachricht. Der ist so begeistert von dieser ganzen Storyline, dass er sagt, das muss auch irgendwie unbedingt ins Fernsehen so. Ne? Und deswegen mal gucken, was wir da erreichen können. Das wäre natürlich geil, Dr. Tesser ins Fernsehen zu bringen. Ne? Genug Storys wären da. Mal gucken. Also wie gesagt, die 7. Folge ist schon total im Kasten. Und ich werde die auch irgendwann demnächst schneiden. In den nächsten 2 Monaten wird die wahrscheinlich online sein. Also ihr braucht diesmal nicht lange zu warten. So, wenn ihr sonst noch Fragen habt, bitte in die Kommentare. Ich lese mir wirklich jeden Kommentar durch. Habt ihr wahrscheinlich in der 6. Folge schon gemerkt. Und ich werde sie auch beantworten. Ist das ein Deal? Ist ein Deal. Alles klar. Macht's gut, Leute. Und ja, behaltet alles auf dem Laufenden. Instagram werde ich auch mal livestreamen übrigens. Auch wenn ich bei den anderen YouTubern bin und so, wird sich da sicher mal was machen lassen. Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Rock'n'Roll. Euer Knichel.